So, Hallöchen, Popöchen. Herzlich willkommen wieder zurück nach... Na, wie soll man das sagen? Mehrere Male deinstallieren und wieder installieren. Hat es dann funktioniert, dass das Spiel geht. So, und jetzt kann ich hier rein. Und hier soll irgendwo... Was ist das denn? Mein Einkommen. Ach so. Ah, das ist oben. Das ist oben. Ich muss nach oben. Dass der hier auch so rumhüpft. Hüpf. Da kommt Claudia. Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Gut. Gesammelte Federn, die Trude in Marias Gemach deponieren. Hab grad keine. Okay, aber ich soll mich jetzt da unten treffen. Wieso kletterst du bitte da hoch? Idiot. So, dann wollen wir mal. Ich glaube, da draußen will... Ha, aufs Maul. Sauber. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Ich mach... Hoppla, ich dachte, ich hätte... Scheiße. Ich dachte, ich hätte die... die Fäuste. Kann passieren. Kann ich reiten? Jawohl, hier kann ich auch reiten. Okay, ich glaube, wir müssen in die Toskana. In die Toskana San Gimignano reisen. Tun wir das mal. Ach ja. So, jetzt müssen wir noch weiter. Ah, neue Stadt. Ezio. Okay, da hinten müssen wir hin. Danazione, das ist mir zu heiß. Schön, dass ihr das zu heiß ist. Das ist mir aber Jucke. Oh. Sieht episch aus. Oh! Rote Blumen! Hi, hi! Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Mari und seine Männer beim Attentat auf Vieri de Pazzi helfen. Oh, darf ich ihn töten? Bitte! Mario folgen. Mario, du bist zu langsam. Mario ist zu langsam. Nun gut, Ezio. Hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Wurfmesser! Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. All'attacco! Ja.
Scheiße. Hopp. Halt die Fresse. Mal den ausgeschaltet. Halt die Fresse. So, haben wir den auch weggeklatscht. Und dann öffnen wir mal das Tor. Nehmen wir wieder die versteckte Klinge aus. Alle tot, schade. Gut gemacht, Ezio. Sind drin. Hier lang, Männer. So, wo lang denn? Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt vor? Das weiß keiner. Aber irgendwas macht ihn nervös. Wie sonst soll man die Patrouillen erkennen? Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Zack, den auch. Den machen wir auch fertig. Ach, du Wichser. Ah, du Wichser. Machen wir ihn fertig. So, dann wählen wir jetzt keinen aus. Kommen wir von hinten. Tot. Machen wir den auch kaputt. Der ist auch down. Der ist auch tot. Und tot. So, da oben ist ein Aussichtsturm. Und wie wir das ja kennen. Oh, hoch. Hoch. Zack. Kennen wir ja schon. Ne, das ist ein Versteck. Nein, du sollst da reingehen, du Idiot. Da hinten ist eine Feder. Jetzt komm jetzt hier hoch, zack. Da hoch. Jetzt geht's wieder los mit dem Rätseln. Wo muss ich als nächstes hin? Da. Hopp. Und, oh, ist so schön, dass er so schnell klettert. Schneller wie, alter ihr. Kurz gucken. Nee, ist nix. Da oben ist die Feder, die können wir noch holen. So, kurz gucken, haben wir irgendwie Codex-Seite oder so auf der Karte? Nein, aber als nächstes geht's nach da oben, also kriegen wir keinen weiteren Aussichtspunkt mehr mit. So, zack, runter. Da oben war sie. Hep, hep. Vergesst die Märchen über Ehre und Romantik. Immer der getrunken hat. Der gemeine Mörder bringt nur Tod und allen, die er besucht. Idiot. Oh, scheiße. Ich hab nix. Ein Assassine. Kommt schon, seid nicht schü... Ist doch voll, dann kann ich doch eins drücken. Aber ich sage, Vorsorge ist die beste Heilung. Wieso kann ich doch nicht eins drücken? Upp. Das habe ich gesehen. So, einmal 211 Florin. Dahin kann ich euch nicht folgen. Ist mir auch Latte, folgt mir hierhin. Ey, du sollst die Kiste plündern.
Gibt es keinen anderen? Doch, den hier. Da, auf ihn. Meine Fresse. Jetzt kommt er doch, du Idiot! Ezio! Euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe! Geht zu ihm! Ja, wo denn? Den Degen auswählen. Jawohl. Geht rauf, Junge. Geht doch. Geht rauf, du Wichser. So, von hinten. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange Vieri. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und weg. Scheiße. Weg, 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 weg. Kurz gucken. Irgendwie in die Richtung ein Aussichtspunkt. Ja, haben wir. Die nehmen wir natürlich wieder mit. Und dann mal eben schnell nach oben. Beste Weg zu entkommen. Einfach mal klettern. Ne. Ne, 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 ne. Erst hole ich das. Und dann wird noch nicht Vieri gesucht. Da oben sehe ich's. Gefunden. Da ist es. Scheiße. Da hinten ist eine Feder. Komm ich auch nicht hin, scheiße. Fuck. Es wird immer leichter, sich in Abstergos Mainframe zu hacken. Es scheint fast, als wüsste ich, nach welchen Daten ich suchen muss, als hätte ich es schon erlebt. So. Ihre offene Mündung verteilt den Kuss des Todes. Brennendes Vietcong-Basislager, Me Too, Vietnam. Ihre offene Mündung. Führt die Jugend zu ihrem Ende. Also das war jetzt gerade, wie gesagt, das war gerade eine Panzerfaust. Führt die Jugend zu ihrem Ende. Wo führt denn... Nee, so Zahlencode nicht. Das auch nicht. Was ist denn das da oben? Auch nicht. Führt die Jugendmitglied der 2. Infanterie-Division Rücken unterm MG-Beschuss in die Außenbezirke von Brest, Frankreich vor. 1944, Zweiter Weltkrieg. Führt die Jugend zu ihrem Ende. Scheiße, diese Rätsel, die sind immer so schwer. Führt die Jugend zu ihrem Ende. Boah. Da ist ein Zahlencode, aber der ist es nicht. Es muss wieder was mit dem Ehensplitter zu tun haben.
bin ich bei dem. Ich finde nichts. Oh, wahrscheinlich habt ihr alle anderen das schon wahrscheinlich gesehen und ich bin zu blind dafür. Oh, Mann. Führt die Jugend zu ihrem Ende. Mitglieder der 2. Infanteriedivision rücken unterm MG-Beschuss. MG. Führt die Jugend zu Ende. Würde ich sagen MG, aber... Oh, leck doch die Henne. Wieso habe ich das jetzt gemacht? Da war's. Die Flammen aus seinem Schlund stechen ihnen die Augen aus. Zahlencodes. Toll, stechen ihm die Augen aus. Unionstruppen in Formation, Beaufort, Süd Carolina. Die Flammen aus seinem Schlund. Oh, jetzt bin ich ausgesehen an die Flammen aus seinem Schlund. Ich hasse diese Rätsel. Problem ist, ich sitze auch nicht so nah dran, dass ich es sehen könnte irgendwie. Flammen aus seinem Schlund, würde ich jetzt sagen, irgendeine Pistole. Oder ein... Flammen aus seinem Schlund. Flammen aus seinem Schlund. Oh, leck doch die Henne, ey. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Auch nicht das. Das sind einfach nur Zahlencodes. Hier oben wird nichts sein. Dass man hier auch nicht irgendwie so einen Tipp erhält, Alter. Das ist Stechen. Stechen. Degen. Irgendwas mit Degen zu tun. Ein Schwert. Ein Säbel. Trommel kann es nicht sein. Okay, kacke, das noch 2 Minuten. Toll. Toll, 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 toll. Ich will das jetzt aber erst finden. Oh Mann, Mami. Das ist doch scheiße, ey. Moment. Ich einmal kann ich Kopfhörer mitnehmen. So, Maus, komm mit. Stelle ich mich gerade direkt vor den Bildschirm. Ah, 56 wird es auch nicht sein. Meine J-Fresse. Die Flammen aus seinem Schlund stechen ihm die Augen auf. Da war's. Dieses Monster kommt nicht von den Menschen. Ah, toll. Hier sieht jedes Monster aus, als würde es nicht von den Menschen kommen. Ist das denn jetzt schon wieder? Ach, das ist doch... Da ist der Ehenapfel. Ehensplitter 4 gefunden, den Apfel. Jawohl. Passcode gefunden, 72114. So, jetzt haben wir wieder die...
Okay, wahrscheinlich wird das noch ein bisschen mehr werden. Aber nun gut, meine lieben Freunde, das war's für diese Folge. Wir haben in dieser Folge leider nicht Vieri de Pazzi gefunden. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge wieder tun. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, haut da rein und bis morgen dann. Tschüss.